Hallo Leute, läuft die Kamera schon? Heute mal vollkommen ungewöhnliche Umgebung hier. Hallo, ich bin's wirklich, Hansi oder Corvette aus dem Forum. Hier haben wir das Valkera-Paket. Ich glaube 2018 hat Valkera das letzte Mal ja, so ein Consumer-Produkt. Obwohl, das war Voyager 5, 17.000 Dollar hat das Ding gekostet angeblich. Und ja, das war nicht wirklich ein Consumer-Produkt. Also mindestens seit 2018 hatte ich nicht mehr so ein schönes Valkera-Paket auf dem Tisch. Was steht da drauf? Intelligence makes it possible. Na, dann schauen wir mal, was sie da haben. Intelligentes. Hier mit Skalpell, ja, Leute. Nur, dass ihr das seht. Ich fürchte mich nicht, mir einen Finger zu amputieren hier oder irgend sowas. Oi! Ein Paket. Ach, ich glaube, die Unterlage, die tun wir mal weg hier. Ein Paket mit zwei Paketen, auch nicht schlecht. Oh, WKG13. Was auch immer das ist, keine Ahnung. Ich schaue mal, ob die Kamera noch läuft. Ich bin da ja nicht mehr so in Übung. Eigentlich ist das ja der Spruch von Sergei, aber sie läuft noch. Und hier, das schmeißen wir gleich mal weg. Ein Safety First Messer einpacken. T210 Mini Sports Following Drone. Come for you and travel easily. Naja, es gibt ja schon die einen oder anderen Unboxing-Videos, aber die Tradition fordert das. Machen wir das für euch. Das kann auch gleich weg. Das kann auch gleich weg. Jetzt habe ich hier noch zum Größenvergleich den Vitus-Koffer. Ja, schick klein ist er ja schon, ne? Muss man sagen. Dann gucken wir mal, was da drin ist. Welche Version wir bekommen haben. Es gibt da drei Versionen. Einmal mit der normalen Fernbedienung und einmal mit dieser Handfernbedienung, wo man ihn mit Gesten und mit Sprachkommandos steuern kann. Was ist denn hier drin? Oh, kommt mit einer SD-Karte und User Manual. Das kann man sich auch runterladen und dann faltet es sich hier auf. Wow, wir haben das große Paket bekommen. Wie geil finde ich das denn? Hier mit dem normalen Sender, mit dem Gesten- und Voice-Control-Sender, mit der Virtual-Reality-Brille. Da bin ich ja mal besonders gespannt drauf. Zwei Akkus und dem kleinen Flitzi hier. Klein ist er ja wirklich. Ich kenne mich jetzt nicht so aus. Hier ist natürlich gleich mal der Schutzcover runtergefallen, aber das brauchen wir eh nicht. Das brauchen wir nicht. Was brauchen wir noch? Hier USB-Kabel. Ja, was mich jetzt so ein bisschen irritiert ist, wie lädt man jetzt die Akkus? Müssen wir doch die Bedienungsanleitung lesen. Mal draufdrücken. Ja. Halb voll. Wie geht er wieder aus? Draufbleiben 2 Sekunden. Loslassen. Oder schnell draufdrücken. Irgendwas. Der wird schon wieder ausgehen. Das ist etwas verwirrend. Haben wir was übersehen? Nein, nichts. Nur dieses Kabel. Ein paar Ersatzprops. Ja,
4 an der Zahl. Packe ich jetzt nicht aus, müsst ihr mir einfach glauben, aber ist meistens so, dass ein kompletter Satz dabei ist. Und hier, wow, mit so einem, weiß nicht wie der USB heißt, aber das ist die letzte Generation. Das war die erste Generation USB und das ist die neue Generation. So, tun wir das auch mal weg. Das hier sieht aus wie die Handyhalterung, die dann an den Sender kommt. Aber das freut mich, dass wir wenigstens ein Full Pack bekommen haben hier. Und nicht nur die Drohne mit dem Sender, so können wir die ganzen versprochenen Funktionen dann auch mal testen. Da haben wir uns auch schon was überlegt, was euch interessieren könnte. Übrigens, der hier hat doch verblüffende Ähnlichkeit. Jetzt weiß ich die Bezeichnung nicht mehr auswendig. Von dem Vitus-Sender, aber ich sag mal, bis auf die Farbe, sogar der Knopf ist dasselbe. Ja, die sind mehr oder weniger ident. Ne, der hat hier, was war das hier, der war doch zum Laden hier. Der Seite hat er die Ladebuchse, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, das ist alles schon so lange her. Ladebuchse, okay, und hier nichts. Und der hat auf beiden Seiten nichts und wird, hier sieht so aus, als wäre da die Ladebuchse. Was haben wir bei dem hier? Da ist irgend so eine andere Buchse, ich weiß nicht mehr, für was die gut ist. Aber ansonsten ziemlich dasselbe in grün. Der geht nicht aus, der Akku. Ist echt seltsam. Muss man den an der Drohne laden? Sieht so aus. Der hat hier so eine Ladebuchse. SD-Karte. Unten Optical Flow. Ob das eine Infrarotdiode ist, weiß ich nicht. Aber das sind ja richtig. Wie geht er jetzt auseinander? Er hat noch eine Sicherung hier. Gummi, cool. Und dann erst die oberen. Steht ja auch drauf, wer lesen kann, ist eindeutig ein Vorteil. 1, 2. Super. Ne? Flip, flop, flop. 249 Gramm. Sollte man vielleicht auch mal wiegen, ob das dann auch stimmt mit Akku. Aber ist doch ein putziges Ding. Sehr leicht, wirklich sehr, sehr leicht. So, was macht man mit dem Ding hier? Für was ist das? Ich glaube, das gehört dann hier irgendwie drin für ein Tablet oder sowas. Also gut, lesen wir dann doch mal eine Bedienungsanleitung irgendwann mal. Ist hier denn Saft drauf? Oh ja. Die ist 3/4 geladen. Vielleicht geht aber auch einfach wieder aus. Ansonsten, die Sticks fühlen sich okay an. Lass mal gucken, wie das früher war. Ja, ist das Gleiche. Da haben wir eine Taste, hier ist für Foto, das andere ist für Video. Das ist genau wie beim Vitus auch. Aber jetzt wird es interessant, was ist denn das hier Schönes? Hat einen Pistolenknopf hier, tutu. Mikrofon links und rechts, der hat hier eine Ladebuchse. Ja, auch wieder dieser moderne USB-Anschluss. Und ich schätze mal, Open. Machen wir erstmal Open. Oh, fette Lithiumzelle. So. Und wieder zu. Schätz mal, das hier ist an. Hat was geleuchtet, ne? Aha.
Jetzt fährt das Ding hoch. Hat das da ein schönes Display? Ich würde jetzt gerne hier rumspielen. Oh, wow. Wow. Welcome to Valkera Drone. Und noch habe ich keine App geladen und nichts. Das ist ja mal schon mal gar nicht so schlecht. Und das Bild hier drauf sieht aber aus wie... Nicht wie der hier. Sondern wie hieß der? Den wollten die zuerst... Wie wollten die den nennen? Das war irgendwie... Yoda wollten sie ihn nennen. Da habe ich dann gemeint, da kriegt ihr irgendwie Probleme mit Walt Disney und Star Wars und sowas. Und dann wurde der umbenannt in... Kann mich nicht mehr erinnern. Also es sind noch so ein paar Überbleibsel. Für den war das vielleicht mal gedacht. Hello, Drone. What can I help you? How can I help you? Please stop the drone. Da ist dann natürlich keine angeschlossen. Jetzt hier so Indoor. Call me if you need. Call me if you need, ja, okay. Du bist nett. Also Leute, jetzt habt ihr es erstmal gesehen, was wir haben. Ich weiß nicht, wie der Akku wieder ausgeht. Und super, die Brille gucken wir uns gleich noch an. Aber das finde ich super, da können wir alles testen und auch ob alle Funktionen gehen, weil es gibt ja schon das eine oder andere Video im Netz, ich weiß nicht, aus Amerika und aus Spanien oder Mexiko oder sonst was, aber da hat alles noch nicht so funktioniert, da konnte man auch an den Vögeln selber sehen, dass es noch so ein bisschen Vorserienmodelle waren. Und deshalb bin ich jetzt wirklich gespannt, ob das Ding auch alles kann, was die versprechen. Unser Freund Antti von, ich weiß gar nicht, wie die Firma heißt, aber in Finnland, der hat schon ein oder zwei Videos, wo er auch diese Fernbedienung benutzt. Und es scheint da ganz gut zu funktionieren. Da sagst du dann, go 2 meters up. Dann geht er 2 Meter hoch und 2 meters to the right und was weiß ich. Und das macht er alles schön. Und das in Verbindung, man kann hier auch mit Gesten die Drohne steuern. Hier gibt man, glaube ich, kontrolliert man die Höhe. Und das in Verbindung mit dieser Brille ist natürlich, jetzt der Akku aus. Hochinteressant. Ich muss was trinken. Ich war jetzt 5 Stunden auf der Autobahn und das erste, was ich mache, ist natürlich für Valkera-Fans hier das Paket aufreißen. Erstmal der ausmachen. Wie geht es aus? Es geht gar nicht aus. Draufbleiben. Aber die zeigt hier alles an, Höhe, Geschwindigkeit und sowas. Ist ziemlich kleines Display, aber finde ich geil, weil damit kann man alles machen, was das Ding so hergibt, ohne dass man die App benutzen muss. Weil das ist ein echtes Problem. Wir haben jetzt hier eine neue App für den Vogel, für den T210 heißt er, ne? Und leider unterstützt diese App nicht die ganzen alten Valkera-Produkte. Und das ist echt ein massives Problem, dass diese Apps nicht richtig gepflegt werden. Man muss dann immer wieder Valkera anschreiben. Hallo, ich möchte den und den Vogel fliegen. Und gerade bei mir, ich benutze iOS, da kriege ich dann immer so einen Entwickler-Link. Das ist ja alles ganz nett. Aber nach einem Monat oder so ist es dann wieder weg. Und dann musst du wieder eine Mail schreiben und wieder einen Zugang kriegen und so weiter. Also das ist nicht sehr convenient. Sagen wir es mal so, ups, fast die Kamera umgeschmissen, sorry Jungs. So, was ist das? Auch sehr leicht. Aha. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ernüchternd. Das ist so ein Ding, wo man hier das Handy reinschiebt. Man kann da zwar beide Seiten dann
jedes Auge einzeln verstellen. Hier mit so einer Fresnel-Linse oder wie sich das nennt. Oder? Ich weiß nicht. Nee, ist keine Fresnel-Linse, ist einfach nur eine Vergrößerungslinse. Das ist jetzt natürlich nicht, was ich mir vorgestellt habe, aber wir werden das ausprobieren. Und ich meine, ich habe ja nichts dagegen, wenn das gut funktioniert. Dann soll mir das alles recht sein. Dann kann man sich nämlich hier FPV das Ding aufsetzen und schön hier mit einer Hand fliegen und im Zweifelsfall die Befehle über Voice Commands geben. Und ja, hier steht auch nirgendwo so Valkera drauf. Früher stand auf allem irgendwie Valkera drauf. Das ist doch, außer auf der Schachtel, steht da nichts. HD Optical Resin Lenses. Unmatched Clarity. Custom Focal Adjustments. Optimized Field of View. Na gut. Das werden wir dann mal testen. Aber dazu müssen wir raus ins Freie. Vielleicht schraube ich auch noch die Props mal ab, weil die muss man abschrauben. Die lassen sich nicht irgendwie quick releasen oder sowas. Und die sind auch hier. Das ist ziemlich flimsy, Leute. Ich meine, okay, wenn das so sein muss, ich kenne die nicht aus mit so kleinen, leichten Hüpfern. Dann muss das so sein. Aber da freue ich mich drauf. Jetzt, wenn es noch ein bisschen wärmer wird und das Wetter noch ein bisschen besser, dann gehen wir auf jeden Fall raus und testen das. Alles klar. Bis dahin. Vielen Dank, Leute.